Speisen und Getränke gibt es im Speisehaus Büttner im hessischen Bensheim nur für Geimpfte und Genesene. Doch ausgerechnet Restaurantbesitzer und Koch Rudolf Büttner, genannt Rudi, ist nichts von beiden. Bislang wollte ihn keiner impfen. Problem ist halt, dass ich halt zu meinen Gästen nicht mehr raus kann, weil ich halt nicht geimpft bin. Noch das Problem ist, dass meine Frau halt mit vielen Gästen Kontakt hat. Ja, und ich logischerweise mit meiner Frau verheiratet bin. Und wenn sie sich infiziert und ich würde das abkriegen davon, dann wäre das schlecht, weil ich halt eben nicht geimpft bin. Als kleines Baby hatte Rudi nach der allerersten Impfung einen anaphylaktischen Schock. Es kam zum Herzstillstand. Er musste reanimiert werden. Bei der nächsten Impfung einige Wochen später das Gleiche. Monatelang lag er danach im Krankenhaus. Seitdem ist es so, dass ich gegen nichts geimpft bin. Also keinen Wundstarrkrampf, kein Tetanus, keine Impfung mehr erhalten. Und es hat auch 50 Jahre ganz gut geklappt. Es hat kein Mensch interessiert. Und dann kam Corona. Und davor will sich Rudi unbedingt schützen. Doch monatelang finden die beiden niemanden, der den 50-Jährigen bei dieser Vorgeschichte impft. Nur sein Hausarzt traut sich jetzt. Allerdings nur unter Intensivbedingungen im Krankenhaus. Schon morgen ist es soweit. Die Aufregung ist auch bei Ehefrau Conny groß. Ja, das ist morgen die Kinder anrufen und sagt, der Papa liegt im Krankenhaus. Weil die Kinder wissen von gar nichts und ja, schon. Alles wird gut. Alles wird gut. Bist du nervös? Ja, tierisch. Wie wird Rudis Körper auf die Corona-Impfung reagieren? Kommt es wieder zu einem Schock mit Herzstillstand? Der nächste Morgen. Kurz vor 8 am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim. Rudi und Conny sind auf dem Weg in die Klinik. Die Nacht war kurz. Kaum geschlafen, Stunde vielleicht, wenn überhaupt. Ja. Aufgeregt, würde ich sagen, aber guter Dinge. Sein Hausarzt Hartmut Wetzel hat den Impfstoff vor einigen Minuten in seiner Praxis vorbereitet. Dort zu impfen wäre ihm zu riskant. Deshalb geht er heute also den unkonventionellen Weg und will die Spritze im Beisein eines Notfallteams setzen. Also wir wollen den Herrn Büttner heute mit BioNTech gegen Corona impfen. Schlimmstenfalls haben wir die blöde gleiche Reaktion wie damals. Deswegen machen wir es unter Intensivmonitoring. Das heißt, alle stehen Gewehr bei Fuß. Ich hoffe mal und drücke die Daumen. Was wird passieren? Ehefrau Conny darf wegen aktuell geltender Corona-Regeln nicht mit rein. Mit dabei ist Dr. Marius Konzen, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Wir kriegen für uns vorher zwei Medikamente gespritzt, okay. Ja, die einfach die Wahrscheinlichkeit, falls was passieren sollte, das deutlich abschwächen oder verhindern. Ja? Ja. Okay. Rudi bekommt einen Zugang gelegt und wird verkabelt. Alltäglich ist das Ganze nicht. Normalerweise wird in diesem Krankenhaus nicht gegen Corona geimpft. Das machen wir heute ehrlich gesagt auch zum ersten Mal. Und die Bitte wurde ja auch an uns herangetragen, ob wir da eine Möglichkeit sehen, eine Impfung unter Bedingungen durchzuführen, die alle intensivmedizinischen oder akutmedizinischen Belangen entspricht. Und der Patient hat den dringenden Wunsch, geimpft zu werden. Und das wollen wir natürlich irgendwie auch ermöglichen. Gleich ist es soweit. Rudi wird die lang ersehnte Corona-Impfung bekommen. Ich bin auch erstaunlich ruhig. Ja. Hausarzt Hartmut Wetzel setzt die Spritze. Die nächsten 10 bis 15 Minuten sind jetzt entscheidend. Innerhalb dieser Zeit kann es wieder zu einem Schock kommen. Wenn er jetzt extrem reagieren würde, würde er dann mehr oder weniger einen Herzstillstand bekommen. Der Blutdruck würde dann entsprechend nicht mehr aufgebaut werden können. Und dann müssten wir entsprechend tätig werden, ja. Es piept weiterhin, also es ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ja, genau. Jetzt heißt es warten. Bange Minuten vergehen. Doch es passiert nichts. Zum Glück. Das Medizinerteam gibt eine erste Entwarnung. Es sieht sehr gut aus, ja. Also Puls, Kreislaufwerte, alles ist im grünen Bereich. Ich habe ein gutes Gefühl. 2 Stunden lang wird Rudi zur Sicherheit noch weiter überwacht. Für die angespannte Ehefrau Conny draußen vor der Tür ist es eine halbe Ewigkeit. Nervenaufreibend, hier zu warten und ja, zu überlegen, passiert jetzt was, passiert nichts. Ja, es ist schwitzige Hände.
Dann endlich öffnet sich die Tür. Rudi hat die riskante Impfung überstanden. Mir geht's gut. Rudi hat es geschafft. Trotz aller Bedenken ist es am Ende gut ausgegangen. Erleichtert, ja. Er ist wieder da. Ja, definitiv. Alles ist gut. Ja, fühle mich super. War ein super nettes Team, habe mich prima aufgehoben gefühlt. Und ja, freue mich, dass ich jetzt die erste Impfung hier hinter mir habe. Ja, und warte, dass die zweite kommt. In 3 Wochen ist es soweit. Wieder im Krankenhaus. Sicher ist sicher.